Folgende Kandidaten haben sich diesmal bereit erklärt, als Zielscheibe für Stefan zu dienen. Mal sehen, wer das Rennen um die Gunst der Zuschauer für sich entscheidet. Ein briefmarkensammelnder Finanzbeamter. Eine spannende Kombination, dieser Georg. Wuschelkopf mit Wampe, der gut gelaunte Bernd, ist die richtige Wahl für alle verplanten Spaßvögel. Tom, seines Zeichens Rock'n'Roll-Fanatiker mit dem Herz am rechten Fleck. Sarah, alleinerziehende Mutter mit Format, sportlich, intelligent und natürlich blond. Man muss sie einfach mögen. Luise, eine Bibliothekarin, die ihr Hobby zum Beruf gemacht hat. Eine schlaue, aber auch sehr schüchterne Persönlichkeit. Ob Yoga, Pilates oder Thai-Boxen, Sarah ist fit wie ein Turnschuh. Das muss man als Mutter einer 6-jährigen Tochter aber auch. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Schlag den Raab, live aus Köln-Mülheim. Das erste Spiel des Abends ist... Würfel. Ihr spielt abwechselnd. Versucht als erster die 50-Punkte-Marke zu knacken. Aber vergesst nicht, dass die Runde trotzdem immer zu Ende gespielt wird. Sarah schnappt sich den Würfelbecher. Momentan sieht es ganz gut aus für Sarah. Noch hat keiner die zum Sieg benötigten Punkte zusammen. Ich denke, das ist ganz schön richtig, hier abzubrechen. Für die Führung langt es ja allemal. An dieser Stelle hätte ich die Punkte auch gesichert. Da muss man doch einfach mal mehr riskieren, wenn man das Blatt noch wenden will. So wird das jedenfalls nichts mehr. Könnt ihr noch? Hier kommt die nächste Runde. Ein bisschen mehr riskieren hätte vielleicht den entscheidenden Vorteil gebracht. So bleibt es wenigstens spannend.
ein paar Pünktchen helfen da auch nicht weiter. Da muss man Vollgas geben. Noch hat keiner die zum Sieg benötigten Punkte zusammen. Und da ist die 6. Alles riskiert, alles verloren. Eiskalt lässt sie den Gegner hinter sich. Sarah powert an die Spitze. Verdammt, weg sind die Punkte. Jetzt nur nicht übermütig werden. Momentan sieht es ganz gut aus für Stepper. Noch hat keiner die zum Sieg benötigten Punkte zusammen. Ich denke, das ist ganz schön richtig, hier abzubrechen. Für die Führung langt es ja allemal. Oh, die Angst geht um, aber da muss man durch. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, gerade in einem Glücksspiel wie diesem hier. An dieser Stelle hätte ich die Punkte auch gesichert. Nein. Das war alles? Das kannst du doch bestimmt besser. Oh. Sieht so aus, als hätte Sarah das Spiel gewonnen. Sarah prescht an die Spitze. Kommen wir zum nächsten Spiel. Mehr oder weniger. Ihr spielt gleichzeitig. Haben alle ihren Tipp verdeckt eingegeben, wird aufgelöst. Wer viermal daneben liegt, scheidet aus. Mit flinken Augen und mathematischem Gespür kann man die richtige Antwort schon erahnen.
Das Glück ist im Augenblick recht fair verteilt, aber wie lange noch? Eine 50-50-Chance. Mehr oder weniger? Bitteschön, dann gebt mal euren Tipp ab. Das Glück ist im Augenblick recht fair verteilt, aber wie lange noch? Das Glück ist im Augenblick recht fair verteilt, aber wie lange noch? Na, was meinst du? Sauber!
Ich wäre da jetzt ein wenig überfordert. Ich müsste da jetzt raten. Mit flinken Augen und mathematischem Gespür kann man die richtige Antwort schon erahnen. Eine 50-50 Chance. Sauber. Sieht so aus, als hätte Stefan das Spiel gewonnen. Und was dürft ihr jetzt spielen? Kugel. Ihr spielt abwechselnd. Wer schafft in einer Minute die meiste Milch? Stefan, bist du bereit? Jetzt aber mal Action hier. Die Milch muss fließen. Da wird man ja fast schon durstig vom Zusehen. Jetzt bloß nicht an den Muskelkater danach denken. So geht das. Fantastisch, die Kuh ist trocken. Gar nicht so schwer, oder? Halbzeit. Komm, Clarabella, dann darfst du wieder auf die Weide. Also
Also an der Kuh hat sicher nicht gelegen. Die wird vor jeder Runde frisch gefüllt. So geht das. Stefan ist unser Milchchamp. Ist das der Beginn einer Siegesserie? Was wird als nächstes gespielt? Ihr spielt gleichzeitig. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Ihr braucht 7 Punkte, um zu gewinnen. Wenn alle bereit sind, kommt das erste Bild. Wer dann zuerst buzzert, darf antworten. Und was erkennt man hier? Mit der nächsten Runde. Das nächste Bild. Was könnte das sein? Stefan, untergräbst du mal wieder die Moral der Konkurrenz? Und eine weitere Runde beginnt. Und hier sehen wir... Diese Runde geht an Stefan. Die nächste Runde beginnt. Wer kann hier zuerst etwas erkennen? Sauber! Stefan hat hier am schnellsten kombiniert. Der Mann ist die Ruhe selbst. Was sieht man auf diesem Bild? Stefan war mal wieder nicht zu bremsen. Nervös schweben die Hände über die Buzzer. Wird die folgende Runde die Entscheidung bringen? Was soll das sein? Darf er das? Darf man Stefan so einfach davonkommen lassen? Könnt ihr noch? Hier kommt die nächste Runde. Wer erkennt das Bild zuerst? Oh. Frauenpower. Da hat Sarah gezeigt, was in ihr steckt. Es hat schon was Hypnotisierendes. So geht das. Wie hat er das bloß wieder gemacht? Raab hat das Spiel für sich entschieden. Na Stefan, hast du es etwa eilig?
nächste Spiel lautet Buchstaben. Ihr spielt gleichzeitig. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Ihr braucht 7 Punkte, um zu gewinnen. Na dann spitz mal die Ohren. Gaumen. Sehr schön. Reaktor. Sauber. Der Mann ist und bleibt eine Legende. Stefan Raab räumt ab. Dollarkurse. Leider verzählt. Richtig abgezählt. Punkt für Raab. Blumenhändler. Beeindruckend. Richtig abgezählt. Punkt für Raab. Veteranen. Das ist richtig. Richtig abgezählt. Punkt für Raab. Beschwörung. Das war nicht schlecht. Stefan, wie machst du das bloß immer? Ich bin ja dafür, regelmäßige Dopingkontrollen durchführen zu lassen. Zustellungen. Wow, das fand ich gar nicht so einfach. Unfassbar, wie Stefan das wieder hinbekommen hat. Beschwörung. Exzellent abgezählt. Das ist mal wieder typisch. Wer kann ihn aufhalten, diesen Raab? Schiffsküche. So geht das. Wenn es drauf ankommt, ist er knallhart. Stefan verbucht einen weiteren Sieg für sich. Das ist schon wieder mal typisch Stefan. Du willst es wieder nicht spannend werden lassen, oder? Unser nächstes Spiel heißt Kopfrechnen. Ihr spielt gleichzeitig. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Ihr braucht 7 Punkte, um zu gewinnen. Wie lautet die Lösung? Das stimmt sogar. Kann man das noch toppen? Dann leg mal los. Viel Glück. So sehr gut. Das reicht leider nicht zum Sieg. Schade. Die Rechnung geht auf. 1 Punkt für Stefan. Wie machst du das nur? Da hast du ja einiges vorgelegt. Blitzgescheit, die Sache. So viele Zahlen und so wenig Zeit.
Klasse gemacht. Das ging ja fix. Ich bin ungefähr ab der Hälfte nicht mehr mitgekommen. Für Sarah offenbar nur eine Aufwärmübung. Ja, das hätte ich auch gehört. Kann man das noch toppen? Ist sie nicht unwiderstehlich? Sarah lässt alle hinter sich. Gib deine Antworten möglichst schnell mit dem Stellenregler ein. Verblüffend. Da hast du ja einiges vorgelegt. Für Sarah offenbar nur eine Aufwärmübung. Immer schön Punkt vor Strich. Faszinierend. Das ging ja fix. Ich bin ungefähr ab der Hälfte nicht mehr mitgekommen. Blitzgescheit, die Sarah. Viel Spaß beim Grübeln. So genau. Das gibt Nachsitzen. Rechne das Ergebnis aus und gib es mit dem Regler ein. Ach komm schon, Konzentration jetzt. Kann man das noch toppen? Am Anfang ist es noch ganz leicht. Richtig. Da hast du ja einiges vorgelegt. Oh. Auch in dieser Disziplin zeigt die Sarah keine Schwäche. Erstaunlich. Sarah gibt sich nicht geschlagen. Das würde man von ihr auch nicht erwarten. Sehen, was wir als nächstes für euch haben. Mini-Flitzer. Ihr spielt gleichzeitig. Wer schafft die 8 Runden am schnellsten? Lasst die Motoren warm laufen, gleich geht's los. Was ist los, Stefan? Sorgst du wieder unfreiwillig für etwas Spannung im Rennen? Da hat es Sarah einen Tick zu einig gehabt. Kostet das vielleicht den Sieg? Sarah hat im Moment die Nase vorn. Da hat es Sarah einen Tick zu eilig gehabt. Kostet das vielleicht den Sieg? Sarahs Blitzer hängt die Konkurrenz kurz vor dem Ziel ab. Da hat es Sarah einen Tick zu eilig gehabt. Kostet das vielleicht den Sieg?
Mara Schumacher schnappt sich die Punkte in diesem Rennen. Nein! Für diesen Sieg kann sie sich sicher auch bei ihrer Tochter bedanken, die dafür gesorgt hat, dass Mami nicht aus der Übung kommt. Was sagt der Zwischenstand? Das wird ein langer Abend. Kommt jetzt. Sieger. Ihr spielt gleichzeitig. Wer sägt am schnellsten 5 Scheiben Holz ab? Na dann, haltet mal eure Sägen bereit. Es geht los. Stefan Raab gewinnt dieses Spiel letztlich souverän. Stefan versucht eine Vorentscheidung zu erzwingen. Wer kann ihn stoppen? Was erwartet euch als nächstes? Flanke. Ihr spielt gleichzeitig. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Ihr braucht 7 Punkte, um zu gewinnen. Macht euch bereit, hier kommt die erste Flagge. Kommt euch das bekannt vor? Weiter geht's mit der nächsten Runde. Was ist das für eine Flagge? Diese Runde geht an Sarah. Wo gehört diese Flagge hin? Selbst mit den exotischsten Flaggen kann man Sarah nicht aus dem Konzept bringen. Eine weitere Runde beginnt. Immer wieder verblüffend, was für Flaggen von den Kandidaten korrekt erkannt werden. Zu welchem Land gehört diese Flagge? Mit dieser Leistung hat Sarah sicherlich die letzten Zweifel ausgeräumt, dass sie heute Abend den Ton angibt. Eine weitere Runde beginnt. Immer wieder verblüffend, was für Flaggen von den Kandidaten korrekt erkannt werden. In welchem Land weht diese Flagge? Diese Frau will es wissen. Sie will unbedingt gewinnen, so viel kann ich sagen. Eine weitere Runde beginnt. Immer wieder verblüffend, was für Flaggen von den Kandidaten korrekt erkannt werden. Habt ihr diese Flagge schon mal gesehen? So geht das. Hat er das gewusst oder nur geraten? Stefan war jedenfalls wieder schneller als der Rest. Und eine weitere Runde beginnt. Diese Flagge gehört zu welchem Staat? Selbst mit den exotischsten Flaggen kann man Sarah nicht aus dem Konzept bringen. Eine weitere Runde beginnt. Immer wieder verblüffend, was für Flaggen von den Kandidaten korrekt erkannt werden. Welches Land ist hiermit gemeint? Oh.
Sarah ist die Siegesflagge. Das hat sie sich aber auch verdient. Sarah übernimmt die Führung in der Gesamtwertung. Was haben wir als nächstes im Petto? Ihr gebt der Reihe nach euren Tipp ab, bevor die Frage aufgelöst wird. Wer zuerst 5-mal richtig gelegen hat, gewinnt. Sarah darf uns gleich mal als Erste erleuchten. In der Wissenschaft bezeichnet man Prozesse, die im lebendigen Organismus ablaufen, als Fluss ausgetrocknet ist, dann ist er. Der nächste bitte. Knapper geht's nicht. Da dürfen die Definitionen ruhig etwas kniffliger ausfallen. Das System für die Zahlung kleiner Beträge im Internet bezeichnet man als Knapper geht's nicht. Da dürfen die Definitionen ruhig etwas kniffliger ausfallen. Gedächtnisschwund bezeichnet der Mediziner auch als. Und der nächste ist an der Reihe. In der Wissenschaft bezeichnet man Prozesse, die außerhalb des lebenden Organismus stattfinden, als Knapper geht's nicht. Da dürfen die Definitionen ruhig etwas kniffliger ausfallen. Wenn in der Wirtschaft etwas zufriedenstellend ist, dann ist es Wie es aussieht, könnte Stefan auch dieses Duell für sich entscheiden. Wenn eine Person ein Unvermögen hat, etwas zurückzuhalten, dann hat sie eine Es wird der Reihe nach getippt, bevor wir die Wahrheit erfahren. Ah!
Stefan lässt uns hier tief in seinen reichhaltigen Fundus an Fachbegriffen blicken. Eine ideologische Unterwanderung durch feindliche Agenten bezeichnet man als... Und ob das stimmt, das werden wir sehen. Stefan stigmatisiert die staunende Konkurrenz. Stefan liegt jetzt ganz knapp vorne. Nächstes Spiel steht fest. Ist Reaktion. Ihr spielt abwechselnd. Versucht die Rekordzeit eures Vorgängers zu unterbieten. Sarah darf ihre Reflexe als erste testen. Jetzt gibt nochmal alles. Neuer Rekord. Hält er bis zum Schluss? Kann man Sarahs Zeit noch schlagen? So, auf geht's. Die Zeit läuft. Wird das ein neuer Rekord? Wird das die ungeschlagene Bestzeit? Ja! Kannst du diesen Vorsprung auch ins Ziel retten? So geht das. Stefan serviert seinen Herausforderern eine weitere Niederlage. Ist das der Beginn einer Siegesserie? Kommen wir zum nächsten Spiel. Wo liegt was? Ihr steckt der Reihe nach die Fahnen in die Karte. Wer dem Ziel am nächsten liegt, bekommt am Ende der Runde einen Punkt. Und wer als erster 4 Punkte hat, gewinnt. Sarah ist am Start. Boah, diese Konzentration, dieser Fokus, diese Energie. Wo liegt die Hauptstadt von Ägypten? Musik.
Schon mal davon gehört? Ja! Was für ein Ort wird wohl als nächstes gesucht? Wo hat die NATO ihren Sitz? Noch haben nicht alle ihren Tipp abgegeben. Ja! Stefan hat bisher keine größeren Probleme mit den Aufgaben. Wo befindet sich die Hauptstadt von Uruguay? Erst müssen alle tippen, dann sehen wir, wer am nächsten dran war. Sauber! Und es geht weiter mit der nächsten Frage. Wo fand 1974 der legendäre Boxkampf Rumble in the Jungle statt? Wo ist das? Wo könnte das liegen? So geht das. Sauber. Stefan bekommt den goldenen Globus verliehen. Und was wirst du jetzt spielen? Tümpel. Jeder bekommt pro Runde abwechselnd 3 Pömpel. Wer nach 3 Runden die meisten Punkte hat, gewinnt. Schnapp dir einen Pömpel, Sarah. Du fängst an. Wenigstens schmatzen die Dinger nicht beim Auftreffen. Feiner Wurf. Diese Pömpel sind wirklich Gold wert. Exzellent gedreht, exzellent gezielt, verdiente Punkte. Gratulation, du machst es deinen Gegnern echt nicht leicht. Stefan beweist auch in dieser Sportart wieder seine außergewöhnlichen, wenn auch weitgehend nutzlosen Talente. Die nächsten Toiletten wurden geplündert. Ab zu den Waffen. Klasse, genau mittig platziert. Volle Punkte. An erster Stelle. Das muss die Konkurrenz erstmal nachmachen. Guter Wurf. Doch.
So geht's. Hervorragende Wurftechnik. Heimlich geübt oder was? Und auch heute Abend liegt er vorn. Ein viel zu vertrautes Bild. Findest du nicht auch, Stefan? Gibt's eigentlich einen Waffenschein für Klofrauen? Ja, besser geht's kaum. Mitten ins Schwarze. Super gemacht, das muss man an dieser Stelle einfach mal sagen. Ja. Damit hat sich Stefan ein Denkmal gesetzt, wenn auch ein zweifelhaftes. Na Stefan, hast du es etwa eilig?